Dankeschön, liebe Freundinnen und Freunde, und ich freue mich auch, dass ich sagen kann, liebe Mitstreiterinnen. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, dass wir heute hier sein können mit unserem Infostand und dass ich hier sprechen kann. Ich möchte euch als erstes eine erfolgreiche Delegiertenkonferenz wünschen, dass ihr ein gutes Programm für Sachsen verabschiedet und dann das nächste Mal auch die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten wählt. Ich denke, wir brauchen aufrichtige Menschen, die, wie Susanne gesagt hat, für dieses solidarische Sachsen einstehen. Unsere Stadt Chemnitz hat ja traurige Berühmtheit erlangt und ein halbes Jahr nach den Ausschreitungen vom Sommer 2018 scheint irgendwie alles ruhig in der Stadt zu sein, aber das trügt. Rassistische und faschistische Hetzer stehen bereit und wollen die scheinbare Gunst der Stunde weiter nutzen. Ob es das geplante Begegnungszentrum für Patrioten, das sogenannte Begegnungszentrum für Patrioten von Pro Chemnitz ist, oder der geplante Tag der deutschen Zukunft von den Neonazis am 1. Juni hier in Chemnitz, ob es die Veranstaltung der AfD mit dem Islamfeind Thilo Sarrazin ist oder die geplante Großdemo der AfD mit dem Anhänger des faschistischen Flügels und Parteivorsitzenden hier in Sachsen, Jörg Urban, am 1. Mai. Wir werden konfrontiert mit menschenverachtender Hetze, die die Gesellschaft noch weiter spaltet. Aber wir werden das gemeinsam nicht widerstandslos hinnehmen. Ich bin froh, dass wir mit dem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus bundesweit und auch hier in Chemnitz eine gemeinsame Kampagne, auch gemeinsam mit euch Grünen, haben, die sich rechter und rassistischer Hetze seit fast 3 Jahren entgegenstellt. Wir wollen auch weiter gemeinsam mit euch kämpfen, gemeinsam mit euch auf die Straße gehen, und natürlich auch mit der Linken, mit der SPD, mit den muslimischen, den jüdischen, den christlichen Gemeinden, mit migrantischen Initiativen und vielen anderen Akteuren wollen wir am 16. März in ganz Sachsen, hoffe ich, aber definitiv in Chemnitz, am Internationalen Aktionstag gegen Rassismus ein Zeichen der Solidarität auch aus Chemnitz in die Welt senden. Dazu möchte ich euch herzlich einladen, 13 Uhr am Karl-Marx-Kopf, wir haben draußen auch ein paar Flyer und Plakate, 13 Uhr am Karl-Marx-Kopf ist eine Kundgebung und eine anschließende Demo, und wir würden uns freuen, wenn wir euch, jemand von euch als Redner und euch alle als Teilnehmer begrüßen könnten. Und auch im Europawahlkampf können wir alle gemeinsam ein Zeichen setzen. Wir haben für die Europawahl von Aufstehen gegen Rassismus eine Zeitung gemeinsam mit unseren Bündnispartnern und Bündnispartnerinnen erstellt. Die habt ihr alle auch bei euch auf dem Tisch liegen. Diese Zeitung, die kann natürlich auf den Wahlkampfständen verwendet werden. Die werden wir den anderen Parteien geben, die werden wir an alle möglichen Menschen geben, damit wir aufklären können und damit wir den sogenannten sächsischen Verhältnissen etwas entgegensetzen können, die Maximilian Krah, der auf Platz 3 der Europaliste der AfD steht, ja überall errichten will. Ich denke, wir dürfen nicht zulassen, dass die AfD hier als Eisbrecher aus Sachsen für die gesamte Republik fungiert. Ich finde, sächsische Verhältnisse sollten wieder einen positiven Touch bekommen. Wer die Zeitung für seine Kreisverbände bestellen will, kann das gern auf unserer Webseite Aufstehen gegen Rassismus tun. Dort kann man das auch selber runterladen, dort kann man auch anderes Material runterladen. Wir wollen aber für die Landtagswahl auch eine Zeitung erstellen, gemeinsam mit euch, die dann ganz konkret für die Landtagswahl hier in Sachsen
verteilt werden kann. Diese Zeitung ist ja erstmal für die Europawahl, aber ich denke, wir können auch jetzt schon anfangen, gemeinsam Material für diese Landtagswahl in Sachsen zu erstellen. Außerdem möchte ich euch alle einladen, zu unserer aktiven Konferenz von Aufstehen gegen Rassismus zu kommen, am 29. und 30. Juni. Dort wollen wir gemeinsam diskutieren, wie wir auch in Sachsen den Kampf gegen Rassismus und Faschismus aufnehmen können. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir gemeinsam aktiv an den verschiedenen Aktionen teilnehmen, wenn wir euch begrüßen können. Tragt euch dafür auch gerne in unsere Liste ein. Wir haben ja unser Material mitgebracht. Wir stehen auch für Fragen, Anregungen und eine gemeinsame weitere Zusammenarbeit gern zur Verfügung. Außerdem möchten wir noch ganz deutlich betonen, dass wir uns solidarisieren mit Annalena Schmidt. Und ich hoffe, dass ihr alle den Antrag, der heute gestellt wird, unterschreibt, weil wir nicht zulassen können, dass Einzelne von uns rausgegriffen werden und angegriffen werden von den rechten Hetzern. Mir bleibt nur noch zu sagen, dass wir im Jahr 30 nach der Mauer, nach dem Fall der Mauer, gemeinsam für ein offenes und solidarisches Sachsen einstehen. Dankeschön.